Taffe Frauen und starke Motoren. Eine explosive Mischung. Ja, du fahr doch mal, Mensch! Oh, geht schon los. Ach, es geht ja wieder nicht. Es ist doch zum Kotzen da. Als Frau LKW fahren ist sexy. Die Trucker-Babes scheren sich nicht um Klischees und Vorurteile. Auch wenn die Nerven mal blank liegen. So, jetzt haben wir echt den Scheiß. Ein Job voller Extreme, in jeder Hinsicht. Alter! Diese Trucker-Babes geben heute Gas. Nicht zu bändigen ist Jana. Die Trucker-Queen ist vor allem für eins bekannt. Ich habe zwar eine große Schnauze, aber im Großen und Ganzen eine lustige große Schnauze. Pink Lady Lissy fährt souverän durch ganz Europa. Klar ist LKW-Fahren ein gefährlicher Beruf, weil man muss jeden Tag hoffen, dass man noch gesund nach Hause kommt. Jungtruckerin Tinka hat ein enges Verhältnis zu ihrem Truck. Warum heißt Maggie? Frauenpower. Steht ja vorne und hinten drauf. 600 PS unterm Hintern. PS-Schönheit Sabrina lebt ihren Traumjob. Ich stehe auf viel Leistung und große Motoren. Mit Verstand und Schnauze. Haudegen Annette ist mit 25 Jahren Berufserfahrung ein Universaltalent. Ich war so ehrgeizig und verbissen, was diesen Job anbelangt. Ich wollte alles fahren können. Der Norden Deutschlands, Hamburger Hafen. Im Leben von Trucker-Babe Jana Vetter hat sich einiges getan. Die Chaos-Queen hat Hessen hinter sich gelassen und ist für ihren neuen Arbeitgeber nach Hamburg gezogen. Ein Neustart in jeder Hinsicht. Denn Jana fährt einen neuen LKW und ist in das Containergeschäft gewechselt. Ja, jetzt haben wir den leeren Kühlcontainer halt eben aufgenommen, der dann in Österreich zum Beladen geht. So, und bis darunter sind es mal, denke ich mal, 12 Fahrstunden plus Pause. Ihr Zeitplan ist eng. Auf der heutigen Tour darf nichts dazwischen kommen. Ja klar, mal Zeitdruck, weil alles, was beim Containergeschäft über die Zeit geht, also ob die mich jetzt länger brauchen zum Beladen oder ob ich zu spät komme, das kostet alles angefangene Stunde einen Haufen Kohle. Die Truckerin nimmt die Herausforderung an. Als klar war, dass sie die Spedition verlässt, kam bereits einen Tag später das neue Jobangebot. Janas guter Ruf war schneller als ihr Bleifuß. Den Job habe ich eigentlich dem Disponenten vom Zufall zu verdanken, der mich begleitet hat und mich disponiert hat, wo ich beim Sog gefahren bin. Er kannte Marco, meinen neuen Chef, und es dauerte keinen Tag. Der rief an, du, ich habe hier eine Telefonnummer für dich, Marco weiß Bescheid, klingelt durch. Und das war montags und freitags bin ich schon hier raufgefahren. Wir haben 3 Stunden geschnackt auf gut Norddeutsch und haben uns auf Anhieb verstanden, es hat gepasst. Und demzufolge eingestellt, rein ins kalte Wasser und selber austesten. Einen neuen Job zu finden, war für die Truckerin leicht. Das Ende ihrer Beziehung zu vergessen, dafür umso schwieriger. Für ihren Ex, Hardy, hatte sie extra Österreich verlassen und ist zu ihm nach Fulda gezogen. Klar hat man am Anfang von einer Beziehung die rosarote Brille auf. Man denkt, das hält für ewig und 3 Tage. Und wenn man dann aufwacht und die Realität sieht anders aus, ist natürlich bitter. Aber du kannst ja nicht ändern, weil du kannst vorher nicht in Menschen reingucken. Das Sensible gehört bei mir genauso dazu, wo ich halt einfach auch die Liebe, Wärme, Geborgenheit brauche, wie jeder andere Mensch auch. Und das habe ich halt in der Vergangenheit vermisst. Trucker-Babe Jana hat einen Schlussstrich gezogen und startet in Hamburg einen Neuanfang. Damit ist sie wieder bereit für das Leben auf der Überholspur.